Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf dem Kanal. Schön, dass du, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ein Bass-VST vorstellen, was ich letztens entdeckt habe und sehr cool finde. Das habt ihr vielleicht auch schon von gehört. Gibt es vielleicht das ein oder andere Video auch auf Englisch schon? Und zwar den Dan Dean Essential Bass von Traction. Da wird er zumindest angeboten. Und genau, da gehen wir auch erstmal hin. Wir gehen mal einmal hier auf traction.com. Und da werden wir hiermit auch schon begrüßt. Damit ihr den erwerben könnt, braucht ihr natürlich ein Traction-Konto. Wenn wir hier auf Listen Now drücken, dann können wir hier oben sagen, wir wollen den gerne kaufen. Drücken wir drauf und dann können wir den für 69,30 US-Dollar können wir den kriegen. Regulär kostet der eigentlich 99, ist also so momentan vergünstigt. So. Den können wir in den Warenkorb packen. Ich habe das natürlich schon gemacht und damit wir auf mein Konto zurückgreifen können, in diesem Fall, muss ich hier wieder auf die Standardseite gehen und dann hier oben auf das Mannequin drücken. Dann werden wir hiermit begrüßt und wir wollen natürlich nicht den Download Manager für Traction runterladen, sondern den einzelnen Installer. Gehen also hier auf Individual Installers und können dann hier den Dan Dean Essential Bass runterladen. Können den für Mac, Windows und Linux runterladen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, ich bin plattformunabhängig. Ich kaufe mir das Ganze einmal und kann dann entscheiden, okay, nutze ich gerade eine Linux-Plattform oder eine Windows-Plattform. Ich zum Beispiel habe meinen Hauptrechner als Linux-Rechner und meinen zweiten Laptop sozusagen, den habe ich auf Windows. Ich könnte also in beiden Fällen hier das Bass VST nutzen. Könnt ihr runterladen. Ich habe das natürlich schon gemacht. Das heißt, ich muss das nicht nochmal machen. Ich hüpfe jetzt mal einmal in mein Heimverzeichnis hier unter Linux. So sieht das dort gerade aus. Und da haben wir hier den Bass einmal als ZIP-Ordner und dann haben wir hier noch den Inhalt. Also die ganzen Presets, die Samples, die Instrumente und so weiter. Das sind hier einmal 2,8 und einmal 3 GB. Und wenn ihr das runtergeladen habt, dann könnt ihr den Inhalt dafür, den bekommt ihr erst, wenn ihr das VST installiert habt. Dazu öffnen wir hier das ZIP-File und entpacken den Inhalt an einen Ort, wo ja wir oder ich meine VSTs habe. Ich habe die hier in Musik-Plugins und dann habe ich hier einen Ordner Dan Dean Bass erstellt. Da liegt das schon drin. Ihr könnt das aber in ein Verzeichnis eurer Wahl packen und es sollte halt von der Software gefunden werden können, sollte da Zugriff drauf haben. Dann könnt ihr es dort einfach entpacken und fertig ist. Es wird auch als VST3 angeboten, das heißt, ich könnte auch hier dann in diesem Fall einen Rechtsklick drauf machen und dann hier in die VST3-Ordner. Da liegt er auch mit schon drinne, hat er auch entpackt, den dort hinlegen. Muss man nicht, kann man aber machen. Dann haben wir den also entpackt und gehen erstmal in unsere DAW des Vertrauens. In meinem Fall ist es Bitwig. Ich habe auch Traction, also Waveform 12 habe ich auch, aber ich nutze primär Bitwig. Bin ich einfach viel mehr zu Hause drinne. So, und dann sehen wir hier auch schon, ich habe hier mal eine Spur vorbereitet mit ein bisschen MIDI und genau einem Arpeggiator. Den schalten wir aber mal aus und dann haben wir hier unser Plugin. Wir könnten auch einfach eine neue Instrumentenspur laden und dann gehen wir hier auf Plugins. Nein, VST3, da Plugins. Und dann können wir uns den da reinziehen. So sieht er dann aus. So begrüßt er uns. Und wenn das bei euch noch nicht der Fall ist, weil ihr den Inhalt noch nicht runtergeladen habt, dann werdet ihr halt, habt ihr dort zwei Pfadangaben und darunter einen Link, wo ihr dann Download drücken könnt. Und dann kommt der Inhalt runtergeladen und dann müsst ihr dem nur noch mal den richtigen Pfad zuweisen. Das an dieser Stelle könnt ihr ja nicht einfach irgendwo beliebig den Content hinlegen, denn ich mache noch mal kurz klein. Hier im Heimverzeichnis habe ich einen Ordner, der heißt Traction und genau an der Stelle möchte das VST auch seinen ganzen Preset, seine ganzen Samples und so weiter finden. Wenn wir das woanders hinlegen, können wir, solange wir hier in der Session
den Bass einmal geöffnet haben und ihm gesagt haben, hier, du findest die Samples und so weiter unter Musik, dann funktioniert das, solange die Session hier offen ist. Wenn ich die schließe und wieder neu lade, dann sagt er, hey, ich kann sie wieder nicht finden, bitte weise mir den richtigen Dateipfad zu. Deswegen kann ich euch empfehlen, ja, nutzt diesen Standardordner, der da von Traction angelegt wird, und entpackt dorthin den ganzen Content. Das habe ich hier auch schon gemacht, sieht man. Und deswegen, genau, sieht an der Stelle halt auch hier das VST so aus, sollte bei euch auch so aussehen. Die Übersicht ist relativ einfach. Da haben wir Pitch und Pitch Bend, Envelope, Output, einen Glide, unterschiedliche Parameter, die wir hier einstellen können. Können das Tuning, Mono, MPE und die maximalen Stimmen verändern. Haben hier oben einen Ausgangsregler für unser VST in der Lautstärke und haben hier drüben noch einen Verstärkertyp, wo wir modern, Akustikbass, subtil, Vintage, Round, hölzern oder wooden und klassisch wählen können. Die ganzen Parameter haben hier oben immer so eine kleine Box, die möchte auch gedrückt werden, damit die aktiv sind. Ja, wenn sie leuchten, sind sie aktiv. Wenn sie nicht leuchten, sind sie infolgedessen auch nicht aktiv. Wichtiger Punkt. Ihr habt jetzt folgende Möglichkeit. Ihr könnt hier drauf klicken und einfach nach etwas suchen. Ihr könnt auch ein Favoriten markieren. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen unübersichtlich. Was mir sehr gut gefällt, wenn ich hier auf den Ordner drücke, dann kann ich hier einmal ja, nach unterschiedlichen Paketen filtern und nach Autoren. Das wird wahrscheinlich auch mit der Zeit noch wachsen. Und ich kann hier nach Basstypen bzw. nach Gitarrentypen. Fender Telecaster zum Beispiel, dann kann ich Fingerstil und Distortion wählen und könnte dann hier Telecaster Finger Distortion 2 auswählen. Muss ich einen Doppelklick drauf machen, dann wechselt das hier oben auch. Da gibt es auch immer so einen kurzen Ladebildschirm. Ja, der ist je nach Modell und ja, dem, was hinterliegt, relativ flott oder braucht auch mal einen kurzen Augenblick, um das zu laden. Und dann wechselt damit der Sound und auch hier die Ansicht. Das wird gleich deutlich. Ich wechsle mal hier in den Jazz-Bass und sage gerne mal Elektrik. So, und da haben wir auch gesehen, zack, da hat er ein bisschen geladen und hier das Interface hat sich verändert. Dann sieht er nämlich so aus. Ja, damit haben wir einen anderen Bass-Sound und genau, auch natürlich ein paar andere Voreinstellungen. Wer sich jetzt denkt, okay, das ist ja alles ganz nett, aber ich würde gerne noch einen Equalizer und so weiter haben, an dem ich drehen kann, um den Sound halt zu verfeinern, der wird hier bei diesen drei Reglern fündig. Da klicken wir drauf und dann haben wir hier einen Equalizer, können hier unter Effekt 1, 2, 3, 4 einen Kompressor, einen Distortion, Chorus, Phaser und so weiter hier auswählen und können die da lustig kombinieren. Auch hier ist wieder, wenn das Licht leuchtet, ist es an, wenn es nicht leuchtet, ist es infolgedessen auch nicht an, also nicht aktiv. Ich fand für das Beispiel, was ich hier oben habe, da gehe ich jetzt mal wieder hin, lösche also das Ganze. Da habe ich einen anderen Bass schon drinne. Da habe ich jetzt mal hier einen Washburn Fretless Finger und der klingt dann so. Mit einem Amp. Klingt da halt ein bisschen runder, wenn wir jetzt hier auf Round gehen. Haben wir ein bisschen mehr unten, ein bisschen mehr Volumen, nicht so viele Höhen, nicht ganz so Pick betont. Wenn ich auf Modern gehe, haben wir so einen leicht verzerrten, eher höhenlastigen Sound. Und wir könnten jetzt auch einfach hier mal den auf einen Telecaster wechseln. Und dann nehmen wir hier mal den Distortion. Zack. Und den hatte ich jetzt zum Beispiel letztens mal in einem Modern Style. Da hören wir auch schon ein bisschen die Verzerrung, ja. Und ich finde, diese Verstärker-Emulationen, die sind schon ganz cool, die machen ein bisschen was her, da kann ich unterschiedliche Sachen mit arrangieren, wenn ich hier auf Round gehe.
bisschen mehr Wumms. Genau, ich kann auch hier mal wechseln. Ja, da hören wir direkt viel mehr Pick Attack, ganz anderer Sound. Kann das sogar noch ein bisschen steigern mit so einem Vintage Sound hier. Genau, je nachdem, was ich halt für einen Sound erzeugen möchte, habe ich hier schon eine ganz gute Auswahl an Effekten und Sounds, die ich halt einfach ja, steuern und kombinieren kann, wo ich vielleicht auch sage, okay, ich hätte gerne einen Bass, der ein bisschen mehr Volumen hat, dann wähle ich hier vielleicht eher einen Round-Verstärker und einen entsprechenden Bass, vielleicht nicht einen Pick-Distortion, sondern, ja, keine Ahnung, was haben wir hier, können wir noch Nettes wählen, vielleicht einfach einen Finger und dann aber kein Chorus, auch kein Distortion, vielleicht wollen wir einfach Electric und dann nehmen wir hier mal einen Fingerkompressor sozusagen. Und dann, wenn wir hier Round wählen, dann haben wir schon ja einen sehr voluminösen Bass und den kann ich zum Beispiel gut nutzen, um ein Fundament unten ein kräftiges zu legen und dann wähle ich einen anderen Stil, um halt den nötigen Biss so in den höheren Lagen zu bekommen und kann das dann einfach schön miteinander ja, blenden und überblenden und habe dann meinen gewünschten Bass-Sound. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ich mache mal hier Vollbild wieder, ist einfach die Tatsache, dass das Ganze hier als ein natives Linux VST angeboten wird. Natürlich auch als ein Windows und ein Mac, aber für Mac und Windows findet man erfahrungsgemäß immer relativ viel. Für Linux ist da der Markt eher eng. Ich hatte vorher den Ample Bass, den kostenlosen, fand den auch nicht schlecht, aber natürlich diese Wine-Emulation läuft mal mehr, mal besser, je nachdem wie gut auch gerade die Wine-Version auf das entsprechende Programm anspricht. Und ja, es war so ein bisschen so Hit and Miss, ja, also manchmal hatte ich Glück, manchmal nicht und da bin ich halt echt froh, dass Traction einfach ja eine Software entwickelt hat, die auf Windows, Mac und Linux läuft und dass die hier auch einfach einen coolen Bass gebaut haben, der auch nativ auf Linux läuft und der vor allen Dingen auch sehr stabil läuft. Genau, wenn ihr Fragen habt zu diesem Plugin, dann würde ich sagen, schreibt die unten in die Kommentare und liked das Video und abonniert den Kanal, denn dann ja, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video da ist. Und abschließend ja, würde ich sagen, hören wir uns das Ganze hier auch nochmal mit dem Arpeggiator an, was ich hier gebastelt habe, um ja, den Lauf einfach ein bisschen aufzupeppen. Und dann soll es das auch mit diesem Video heute gewesen sein. Also los geht's. Genau, und da wählen wir mal hier in Distortion. Und dann könnte man hier auch noch den Distortion-Effekt ein bisschen weniger machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bass. Bis dann. Ciao.